12. März 1948. Liebe kennt keine Grenzen. Das Leben der ungarischen Mystikerin und stigmatisierten Elisabeth Golgozi. Ein Tagebuch. Der Wunsch meines Seelenführers ist, dass ich ab und zu auch über meine Gedanken berichte. Ach, wie schwer ist es, diese zu formulieren. Ja, es ist nicht leicht, über Empfindungen zu schreiben, obwohl das menschliche Herz voll davon ist. Ein anderes Mal ist es wiederum so leer, dass man sich wie ein Dummkopf vorkommt. Aber ich glaube, Jesus betrachtet uns immer mit derselben Liebe. Ich soll über den heutigen Tag schreiben. Heute sind es 28 Jahre, dass ich krank geworden bin. Zu Beginn meiner Krankheit, damals besuchte ich die 4. Klasse der Bürgerschule, wagte ich wirklich nicht daran zu denken, dass es 28 Jahre dauern könnte. Ein halbes Jahr krank sein hielt ich schon für zu viel. Und jetzt halte ich sogar die 28 Jahre für nicht zu viel. Meinem damaligen gottseligen Seelenführer, dem Präses unserer Marianischen Kongregation, kann ich viel verdanken. Er überzeugte mich, dass ich auch im Krankenbett Jesus lieben und ihm etwas schenken und auf diese Weise auch der Mission helfen kann. Ich verstand, dass ich durch meine Leiden Jesus viel Freude bereiten könne. In meiner kindlichen Naivität fühlte ich mich stolz darauf, dass ich trotz meiner Krankheit auch noch Seelen zu retten vermag. Unsagbar viele Leiden verbergen sich hinter diesen 28 Jahren. Und dennoch war diese Zeitspanne nicht zu lange. Mag sein, dass man mir dies nicht glauben will, aber es ist denn so. Und heute, da ich die Leiden, die Demütigungen dieser 28 Jahre hinter mir habe, was würde ich wählen, wenn ich imstande wäre, diese Zeit neu zu beginnen? Wollte ich gesund sein und in die Mission gehen oder diese Zeit meiner Krankheit noch einmal durchmachen? Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, würde ich diese 28 Jahre im Krankenbett wählen. Tief wie das Meer waren meine Leiden. Aber es war auch eine himmelstürmende Glückseligkeit dabei. Eine unaussprechliche innere Freude. Nein, nein, ich würde mit niemandem tauschen wollen. Obwohl kein heiler Flecken an meinem Körper zu finden ist, würde ich heute mit keinem Menschen auf der Erde tauschen. Es geht mir doch gut. Ich erhalte ja so viel Gutes vom lieben Gott.
Und wenn ich mit 1000 Herzen empfinden könnte, würde ich seine Güte niemals zu danken vermögen. Die ganze Nacht betete ich, demütig, im Bewusstsein meiner Nichtigkeit, opferte ich immer wieder die Leiden dieser 28 Jahre auf. Der Herr möge die Gesinnung meiner Sühne wohlgefällig annehmen und noch so viel dazu geben, wie er wünscht. Alles will ich annehmen, um davon auch anderen geben zu können. Ich schulde ja so vielen Menschen etwas. Und was ich in meiner Unvollkommenheit nicht zu vergelten vermag, das wolle er in seiner unendlichen Güte begleichen. Zunächst bitte ich für meinen Seelenführer, meinen geistlichen Vater. Könnte ich all meine Leiden verdichten, was wäre dann das an Bedeutung im Vergleich mit seiner großen Güte, die ich von ihm erhalte? Oft denke ich daran, wie nur ein Mensch so gut, so selbstlos sein kann. Er lebt nur, um anderen dienen zu können. Wenn er während der Mahlzeit gerufen wird, ruht er nicht, bis er der Bitte willfahren hat. Vergebens wird er darum gebeten, er wolle doch erst seine Mahlzeit beenden. Nein, nicht um die Welt ist er dazu bereit. Sein Gewissen würde ihm keine Ruhe lassen. Ich kenne niemanden, der die Menschen so liebt wie er. Er hegt im Herzen keinen Groll und entschuldigt jeden Menschen. Er hält sie für alle gut und redlich. An ihm erfüllt sich das Sprichwort, dass er aus seinem eigenen Wesen heraus die Mitmenschen beurteilt. Darum seien auch alle ehrlich. Gar oft schäme ich mich und fühle mich neben ihm als ein winziges Staubkörnlein. So stelle ich mir einen Priester nach dem heiligsten Herzen Jesu vor. Er selbst hält die Güte seines Herzens für selbstverständlich, weil er sie auch lebt. Es ist aber gar nicht so selbstverständlich und die Menschen leben weit davon entfernt. Ich weiß, wie sehr er vom Herrn Jesus und Mariatschka geliebt wird. Nur der Herr kann seine Güte vergelten und er wird ihn dafür reichlich segnen. Mein Seelenführer sagte in diesen Tagen, ich solle zuweilen auch darüber sprechen, was mir und wo es mir weh tut. Das ist schwer in Worte zu kleiden. Es fiel mir immer schwer, und dies ist auch jetzt der Fall, über meine Leiden im Einzelnen dem Arzt gegenüber zu berichten. Wie soll ich behaupten, was mir am ersten wehtut, was mir am ärgsten wehtut, wenn an meinem Organismus nichts mehr heil ist. Alles ist dem Zerfall preisgegeben. Eine einzige Bewegung genügt, um alle meine Knochen zu spüren.
Die intensivsten Schmerzen empfinde ich an den beidseitigen unteren Rippen. Sie beeinträchtigen auch mein Atmen. An manchen Tagen fühle ich, als wäre der ganze Brustkorb mit einem Gürtel fest zusammengeschnürt. Und dies verursacht mir stechende Schmerzen. Mein Herz quält mich auch, manchmal so sehr, dass ich meine, es sei der Vorbote des Todes. In diesen Tagen geschah es, dass Übelkeit mich übermannte. Ich wachte auf. Bei jedem Herzschlag empfand ich, als wollte irgendetwas mein Gehirn zusammenpressen, so dass ich beinahe in Ohnmacht fiel und mein Sehvermögen verlor. Zur selben Zeit spürte ich einen stechenden Schmerz, gleich einem Schwertstich, der von meinen Schultern zu meinem Herzen ging. Das Drehen meines Kopfes versetzte mich in ein Schweißbad. Mir wurde schwindelig und ich sah alles verschwommen. Meine Ohren pfiffen. Es wurde mir bewusst, dass ich jetzt sterben würde. Ich versuchte, die Reue zu erwecken und mich in den Schutz des Herrn Jesus und Mariaschkas zu stellen. Aber solch starke physische Empfindungen nehmen den Körper derart in Beschlag, dass die Seele fast nicht oder nur sehr schwer die Oberhand zu gewinnen vermag. Als nachmittags der Arzt mich besuchte und ich ihm darüber berichtete, bemerkte er, dass dies ein plötzlich auftretender Kollaps war, verursacht durch zu niedrigen Blutdruck. Diese starke Blutarmut im Gehirn kann leicht zu Tode führen. Also war meine Vorahnung des Todes gar nicht unberechtigt. Zurzeit übermannen mich solche Anfälle sehr häufig. Außer meinem Herzen schmerzen mich noch meine Gelenke. Manchmal bin ich nicht imstande, die Nadel zwischen meinen Fingern zu halten. Dieselben Schmerzen empfinde ich auch im Handgelenk, im Ellenbogen, in den Füßen, Knien und Knöcheln, aber auch in den Schultern. Zu dieser Zeit entzündete sich mein linker Vorfuß des Öfteren. Nach den Aussagen des Arztes sind Knochenhautreizungen daran schuld. Auch meine Wirbelsäule ist sehr krank. Mein Kreuzbein fühlt sich so an, als wäre ein Keil darin, der es entzweien möchte. Mein Magen und meine Gedärme sind überempfindlich, so dass ich kaum etwas essen kann. Seit Monaten esse ich einmal am Tag. Wenn ich eine Kartoffel verkraften kann, bin ich dem lieben Gott dafür sehr dankbar. Dies sind meine ständigen, nie aufhörenden Schmerzen. Ein Wechsel besteht nur darin, dass der beherrschende Schmerz einmal hier, einmal dort zu spüren ist, ähnlich dem Fühlen starker Zahnschmerzen. Alles andere ist nur eine Untermalung, wie die Töne in der Musik. Das sind meine täglichen Kreuze.
Dazu kommen ständig neue Schmerzen, die einen Wechsel und zugleich eine Steigerung mit sich bringen. Diese Leiden sind verschieden und können tagelang oder wochenlang anhalten. Es ist selbstverständlich, dass man auch die täglichen Schmerzen um mindestens 100% zunehme. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib.